und herzlich willkommen zurück zu Wer weiß denn sowas? So, die letzte Folge haben wir gnadenlos gewonnen. Und heute gehen wir wieder mal in Team Bernhard. Ich nehme mal das Geschwür da. Folge 26 übrigens. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Das sind wir wieder mit Wer weiß denn sowas? Wussten Sie eigentlich, dass der Mensch theoretisch auf dem Mond über Wasser laufen kann? Wir haben zwei wunderbare Teams, die heute hier gegeneinander spielen. Wir gucken mal, wie viele Menschen heute sich für euch entschieden haben, euch ihr Vertrauen schenken. Das Team Bernhard haben hinter sich gebracht. Das ist in Ordnung. Und das Team Elton. Fang an. Wir haben auch heute wieder 12 Kategorien mit 12 Fragen, 500 Euro für jede richtige Antwort und einen Publikumsjoker für beide Teams. Jetzt geht's los. Hier ist unsere Wand. Die Kategorien heute. Wie ticken wir? Total genial. Sport, Königshäuser, unser Körper, Hund, Katze, Maus. Tierisch, tierisch. Das Fragezeichen, was bin ich? Clever, Essen und Trinken. Und Sonne, Mond und Sterne. Und wie immer darf das Team die erste Kategorie wählen, das mehr Menschen hinter sich hat. Wie wollen wir denn ins Spiel starten? So, heute fangen wir mal mit Sport an. Eher nicht. Also doch. Der Begriff Doping stammt aus einem afrikanischen Dialekt und bedeutet Schnaps, wurzelt im indonesischen Wort für Tropfen oder kommt aus einer dänischen Mundart und heißt Koch. Ich habe keine Ahnung. Also C stimmt auf jeden Fall. Ich habe das noch nie gehört. Ich auch nicht. Ich habe noch gar nichts davon gehört. Legen wir erstmal zurück, denken später darüber nach. Also, wenn der sagt, das stimmt auf jeden Fall, dann glaube ich das dem einfach mal. Wir nehmen C. Ihr sagt C. Schauen wir mal. Ich habe keine Ahnung. Bereits im Jahr 1869 tauchte das Wort Doping zum ersten Mal in einem englischen Wörterbuch auf. Als Wort für eine Mischung aus Opium und narkotisierenden Drogen, mit denen damals Pferde zu besseren Leistungen gebracht wurden. Das Wort Doping hat seinen Ursprung im südöstlichen Afrika. Im Dialekt der Xhosa war mit Dop ein Schnaps gemeint, den das Volk selbst brannte. Sie tranken ihn bei rituellen Handlungen zur Stimulation. 0 Euro auf dem Konto. Unbelievable. Was soll eure erste Kategorie sein? Was hältst du von Was bin ich? Ja, nein. Was sagst du zu Königshäuser? Ja, schwierig, schwierig, schwierig. Essen und Trinken? Hm, klingt doch interessant. Also ich persönlich würde gerne Essen und Trinken nehmen. Essen und Trinken, bitte. Bei einer 1-Liter-Flasche bedeutet das kleine E neben der Literangabe, dass der Inhalt A. nach oben und unten abweichen darf, B. nur noch 3 Monate haltbar ist oder C. in Spanien produziert wurde. Das sollte man eigentlich wissen, oder? Was hältst du von B? B könnte theoretisch sein. Ich glaube, das ist könnte A. Könnte es A sein? Das glaube ich nicht. Gut, dann nehmen wir B. Also, ja. B ist eingeloggt. Wir überprüfen das jetzt. Wir lösen das jetzt auf. Das kleine E kommt aus dem Französischen für estimé und steht für eine veranschlagte Menge. Veranschlagt heißt aber nicht tatsächlich. Der Inhalt, zum Beispiel 1 Liter, darf innerhalb EU-weit geregelter Toleranzgrenzen leicht nach oben oder unten abweichen. Im Supermarkt stehen also Flaschen mit etwas weniger oder etwas mehr Inhalt als angegeben zum Verkauf.
Die Literzahl muss aber im Durchschnitt aller Abfüllungen eingehalten werden. Also, leider kein Geld, es bleibt bei 0 Euro. So, wie machen wir weiter? Das ist ganz klar, was jetzt kommt, oder? Tierisch, tierisch, wie immer. Im Moment mein Favorit. Ja, ist immer mein Warum Favorit. Warum schließen Frösche beim Schlucken die Augen? Weil sie keine Muskeln zum Schlucken haben, weil Kiefermuskel und Augenmuskel verbunden sind oder weil sie so ihr Essen besser genießen können. What the fuck? Weil sie keine Muskeln zum Schlucken haben? Weil Kiefermuskel und Augenmuskel verbunden sind? Weil sie so ihr Essen besser genießen können? Also ich glaube, C ist es Schwachsinn. Boah, Alter, das ist echt gefährlich, ey. Okay, wir nehmen das Publikum. Wir nehmen das Publikum. Wer glaubt, hier helfen zu können? Das ist mir zu gefährlich. Wer glaubt, zu wissen, steht mal bitte kurz auf. Es können auch mehrere sein. So, wen wollt ihr denn? Du glaubst, die richtige Antwort zu wissen? Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Ich meine A. Ich tendiere eindeutig zur Antwort A. Das habe ich irgendwo schon einmal gehört. Das hätte ich auch gesagt. Ihr nehmt A. Hier ist die Lösung. Ausgewachsene Frösche ernähren sich von Insekten, Würmern oder Schnecken. Die Beute wird mit der klebrigen Zunge gefangen und unzerkaut geschluckt. Weil der Frosch aber keine Muskeln zum Schlucken besitzt, schließt er während des Schluckens die Augen, presst sie nach innen und drückt so die Beute in den Magen. Also die ersten 500 Euro auf eurem Konto. Jo, Mann. Den Dschungel hätte ich nur spannend können, weil ich A hätte ich auch nur. Ich bin für Wie ticken wir. Was denkst du? Jetzt. Was sagst du zu Königshäuser? Oh, nö. Entscheiden wir uns für das Fragezeichen? Wir können auch das Fragezeichen nehmen, das ist eh egal. Dann Das Fragezeichen bitte. G-T-I-N, E-A-N, U-P-C und J-A-N stehen für A. Internationale Fluglinien, B. Verschlüsselungen bei Bankgeschäften oder C. Verschiedene Typen von Strichcodes. Was sagst du zu A? Ich würde C sagen. Nee, glaube ich nicht. C möglicherweise? Ja. E-A-N nicht eine... Also das ist das Einzige, was mir auffällt. Das ist doch ein Strichcode, E-A-N. Ich würde C nehmen. Ja, das ja ist also wir locken C genau ein. Das, wir genau schauen das, jetzt gemeinsam auf die Lösung. Der Strichcode wurde 1973 in den USA als UPC, den Universal Product Code, eingeführt und machte so den Einsatz von Scannerkassen möglich. Die Europäer gingen 3 Jahre später mit EAN, der European Article Number, auf den Markt. In Japan wurde parallel JAN, die Japanese Article Number, eingeführt. 2009 wurde das System mit der 13-stelligen Nummer vereinheitlicht zum GTIN, der Global Trade Item Number. 500 Euro haben wir euren Konto geschrieben. Nächste Kategorie. Gottes Wille. Oh, mal das doch. Entscheid du mal. Welches Hilfsmittel kann verhindern, dass sich dünne Halsketten beim Transport ineinander verknoten? A. Strohhalme, B. Schuhlöffel oder C. Flüssigseife? Das ist ja der Wahnsinn. Schuhlöffel, das glaube ich nicht. Also am plausibelsten klingt echt die Flüssigseife. Weil das ist ja dann schleimig, rutschig und Ding. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich dann verknoten ineinander. Also nehmen wir definitiv A. Wäre im Moment mein Favorit. Also meine Antwort ist C. Der Rest ist es eigentlich. Alles klar, wir haben C eingeloggt. Wir werden es sofort überprüfen. Verknotete Ketten können Nerven kosten. Doch es gibt einen einfachen Trick, der dem Durcheinander vorbeugt. Strohhalme können das Verheddern wirkungsvoll verhindern. Dazu ziehen Sie vor dem Kofferpacken ganz einfach jede Kette durch einen Strohhalm und verschließen sie. Das ist ja
nicht dein Scheiß ernst, oder? Es bleibt bei 500 Euro. Wir kommen zu eurer nächsten Kategorie. Was sagst du zu Königshäuser? Entscheiden wir uns für clever. Dann nehmen wir clever. Clever nehmen wir. Um ein Handy-Ladekabel vor Kabelbruch zu schützen, hilft ein A. Fahrradschloss, B. Schuhanzieher oder C. Kugelschreiber. A vielleicht? Ich bin irgendwie für A. Wäre B möglich? Also B halte ich für komplett ausgeschlossen. Ich bin im A. Also ich würde sagen C. Sehr sympathisch auf A geeinigt. Ja, wer weiß. Ne? Könnte alles sein. Klingt spannend. Ist es auch. Handy-Ladekabel haben eine Schwachstelle, und zwar am Stecker. Die mögliche Folge: Kabelbruch. Um ihm vorzubeugen, hilft die Feder eines Kugelschreibers. Zunächst ein wenig auseinanderziehen, um mehr Spielraum zu haben. Dann die gefährdete Stelle, an der das Kabel in den Anschluss führt, mit der Feder umwickeln. Jetzt sorgt sie für mehr Stabilität und ein Abknicken des Kabels wird verhindert. Aber ich hab's nicht geklappt. Was für ein Schwachsinn. So, weiter gehen wir. So, jetzt wisst ihr, wie ihr euer Handykabel demnächst. Naja, egal. Wie ticken wir? Unser Körper, Hund, Katze, Maus. Ja, das hat das erste Mal auch so ganz gut funktioniert. Aber das finde ich zum Beispiel. Ja, ja. Behalt's für dich. Was unterscheidet den Hund vom Menschen? A. Hunde besitzen keinen Blinddarm. B. Hunde bekommen keinen Karies. Oder C. Hunde haben keine Popel. So, also Hunde bekommen Karies, das weiß ich. Also, das habe ich schon irgendwo gehört. Fällt also weg. Blinddarm kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das nicht haben. Von daher, wenn sich's aus saublöd anhört. Ach, gut, keine Popel. Ich weiß auch nicht, ey, also. Das ist so blöd, es muss es sein. Ich für unwahrscheinlich. Ja, deswegen nehmen wir es auch. Antwort ist C. Okay, wir haben C eingeloggt. Und hier ist die Lösung. Die Nase eines Hundes ist viel komplexer aufgebaut als die des Menschen. Sie besteht aus 3 Nasenmuscheln mit 20 bis 50 mal so vielen Riechzellen, verfügt über weitaus mehr Schleimdrüsen und 2 voneinander getrennten Venensystemen. Die Hundenase ist dadurch nicht nur gut durchblutet, sondern auch sehr feucht. Auch die Luftströmung bei der Atmung gewährleistet, dass die Hundenase kühl, sauber und nass bleibt. Deshalb trocknen Schmutz und Schleim in der Hundenase nicht an und somit entstehen auch keine Popel. 1000 Euro auf eurem Konto. Yeah, baby! Nächste Kategorie. Was sagst du zu Königshäuser? Ja, nein. Was hältst du von Was bin ich? Unser Körper. Hm, klingt doch interessant. Ich finde unser Körper aber nicht so verkehrt. Wir nehmen unser Körper. Bei Schmerzen fassen wir uns laut Forschern intuitiv an die entsprechende Stelle, um sie vor weiteren Fremdeinwirkungen zu schützen, um sie nach Wunden abzutasten oder weil die Schmerzen so tatsächlich gelindert werden. C möglicherweise? Also ich würde tatsächlich, also ich weiß es nicht, ich finde alles richtig, ich finde das super. Das hört sich alles richtig an. Ich habe das Gefühl, das wird weniger. Was sagst du zu A? Keine Ahnung. Ich übernehme die Verantwortung als Teamkapitän und sage C. Alles klar, wir haben C eingeloggt. Und egal welche Antwort... Das klingt am plausibelsten, würde ich sagen. Spektakuläre Bilder. Stoßen wir uns oder fallen, schlagen als erstes die Schmerzsensoren in der Haut Alarm. Diese senden ein Signal ans Gehirn. Reibt man aber mit der Hand über die Verletzung, werden auch positive Streichelsignale über Nervenstränge gesendet. Diese blockieren dann den vorigen Reiz. So wird der akute Schmerz bei der Berührung tatsächlich gedämpft und als weniger schmerzhaft empfunden. 1000 Euro auf dem Konto. Das klang am
plausibelsten, wenn man das mal so sieht. Ne? Kommt, da machen wir gar nicht rum. Das ist Psychologie. Ja. Warum erscheint uns laut Psychologen die zweite Urlaubshälfte oft kürzer als die erste? A. Die Vorfreude verblasst. B. In der zweiten Hälfte erlebt man weniger Neues. Oder C. Die Sonne hat einen beschleunigenden Einfluss auf die Erinnerung. Das ist doch wohl nicht euer Ernst, oder? Die Vorfreude verblasst. In der zweiten Hälfte erlebt man weniger Neues. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Das ist ja Pferd mit Krüge. Die Sonne hat einen beschleunigenden Einfluss auf die Erinnerung. Also ich weiß nicht, das klingt für mich alle drei total beschissen. Also ich weiß ja nicht, aber... Vorfreude verblasst. Die Sonne hat einen beschleunigenden Einfluss auf die Erinnerung. Ich habe keine Ahnung. Weil ich Urlaub mache, wo Sonne ist, beschleunigt sich meine Erinnerung. Ja, wenn man das natürlich so sieht, ne? Zumal ich mal gehört habe, dass es im Laufe des Lebens auch so ist, dass für Kinder ist die Zeit länger, weil sie mehr Neues erleben. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe auch absolut keinen Plan. Also Vorfreude verblasst, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es an dem liegt. Also entweder ist es B oder C, sag ich. B hört sich auch blöd. Oh. Also nehmen wir C. Wir nehmen C. Keine Ahnung. Okay, wir haben C eingeloggt. Das hört sich für mich alles drei falsch an. Ob das auch wirklich, ich weiß auch nicht. Wirklich stimmt. Blickt man nach der Hälfte der Urlaubszeit auf die schon vergangenen Tage zurück, hat man meist das Gefühl, bereits viel erlebt zu haben. In der zweiten Urlaubshälfte werden oft weniger neue Eindrücke gesammelt, zum Beispiel, weil man den Ort schon kennt und sich der Tagesablauf ähnelt. Um den Urlaub wenigstens gefühlt zu verlängern, empfiehlt sich beispielsweise, das Hotel zu wechseln oder bewusst etwas Außergewöhnliches zu unternehmen. Also es bleibt bei 1000 Euro. Das ist doch totaler Schwachsinn. Drei Kategorien haben wir noch. Ich weiß nicht, Alter. Nehmen wir Sonne, Mond und Sterne? Finde ich sehr speziell. Was hältst du von Was bin ich? Oh, nö. Königshäuser, bitte. Warum feiert die Queen im April und im Juni Geburtstag? Weil sie sich aus Tradition am viktorianischen Kalender orientiert? B. Um an die 60-tägige Schlacht bei Waterloo zu erinnern? Oder C. Weil es im April zu kalt und regnerisch für eine Parade ist? Fällt dir zu B was ein? Also da die für voll auf Traditionen stehen, würde ich A sagen. C etwas? Definitiv schon mal nicht. Könnte es A sein? Wie jetzt? Gut, wir fragen das Publikum. Wir fragen das Publikum. Wer glaubt, hier helfen zu können? Ja, stehen Sie ganz kurz auf, einmal. Ihr müsst euch entscheiden. Und Sie glauben, das beantworten zu können? Ja, ich glaube schon. Also, ich würde Antwort C wählen. Ja, darüber habe ich mal was gelesen. Ihr nehmt C. Hier ist die richtige Antwort. Und der siebte war der erste Monarch, der während seiner Regierungszeit seinen offiziellen Geburtstag auf einen anderen Tag legte. Diese Tradition pflegt auch die Queen. Ihren eigentlichen Geburtstag feiert sie am 21. April privat mit Familie und Freunden in Windsor. Und da das Londoner Wetter zu dieser Jahreszeit unberechenbar ist, wird ihr Geburtstag im Juni wiederholt. Denn dann sind die Chancen auf eine prachtvolle Parade im Sonnenschein erheblich höher. Also, 500 Euro haben wir draufgepackt, 1500 habt ihr. Ja, alles gut. Zwei Kategorien und... Was soll man dazu nur sagen? Das ist ja totale Lotterie. Ja, deshalb nehmen wir mal so. Die Maßeinheit Mickey misst die A. Geschwindigkeit von Sternen, B. Fortpflanzungsrate von Mäusen oder C. Bewegung einer Computermaus. Hm.
Also ich weiß ja nicht. Mickey erinnert ja an Mickey Maus. Von daher soll es ja eigentlich irgendwas mit Mäuse zu tun haben, beziehungsweise Computermaus. Da das mir aber zu blöd ist und zu einfach wäre, würde ich sagen, es ist definitiv Antwort A. Ja, da sind wir uns auch einig. Wir nehmen A. Weil ich glaube nicht, dass Antwort es irgendwas A. mit Mäusen zu tun hat. Hier ist die Antwort, und zwar die richtige. Die Standardmaßeinheit Mickey ist nach der wohl bekanntesten Maus benannt und beschreibt das Verhältnis zwischen der Länge einer Mausbewegung und den dabei zurückgelegten Punkten im virtuellen Mausbildschirm. Bei Mäusen mit einer Auflösung von 200 dpi entspricht ein Mickey einer Länge von 1/200 Zoll bzw. 0,127 mm. Die Einheit wurde von Computerwissenschaftlern entwickelt, um die Bewegung des Mauspfeils auf dem Bildschirm nachvollziehen zu können. Hab ich mich geirrt? Ich geb's zu. Es bleibt bei 1.000 Euro. Ich hab mich geirrt, okay. Und noch eine Kategorie offen. Sonne, Mond und Sterne. Ein 1,80 Meter großer und 80 Kilogramm schwerer Mensch würde auf der Sonne 2240 Kilogramm wiegen, dem Saturn 40 cm tiefe Fußabdrücke hinterlassen oder C, dem Mars, einen Ruhepuls von 20 Schlägen pro Minute haben. Wäre B eine Möglichkeit? Ich sag C. Auf jeden Fall ausschließen. Wie stehst du zu A? Das glaube ich nicht. Wie findest du C? Ich würd diesmal C nehmen irgendwie. Nein, wir nehmen C, oder? Ja, also wir loggen C ein. Aber die Frage bleibt, A, B oder C? Nur eine Antwort ist richtig. 1,80 Meter groß und 80 Kilogramm schwer. Auf der Erde keine besonders spektakulären Zahlen. Würde derselbe Mensch sich aber auf der Sonne wiegen, wäre er in der Theorie deutlich schwerer. Denn die Schwerkraft ist auf der Sonne 28 Mal so groß wie auf der Erde. Somit würde ein 80 Kilogramm schwerer Mensch auf der Sonne 2240 Kilogramm wiegen. Es bleibt bei 1500 Euro. Okay. Wir sind in unserer kleinen Raterunde jetzt hier bei einem Zwischenstand angekommen. Das Team Bernhard, 1000 Euro auf eurem Konto. Das sind gleich 2500 Euro. Wir kommen jetzt zum großen Finale. Wir nennen euch zuerst die Kategorie, dann müsst ihr setzen. Dann kommt die Frage. Ihr habt 20 Sekunden Zeit zu antworten und dann lösen wir es auf. Seid ihr bereit fürs große Finale? Jo, Mann. Die Kategorie, aus der unsere heutige Masterfrage kommt, ist Technik. So, jetzt bitte ich euch um euren Einsatz. Ihr habt eure Einsätze getätigt. Hier ist die Masterfrage. Welches Gerät wurde zuerst erfunden? A, der Elektroherd, B, das Faxgerät oder C, das elektrische Bügeleisen? Die Zeit läuft jetzt. Oh. Das ist ja echt heftig, ey. Ich habe keine Ahnung. Ich muss raten, tut mir leid. Wir schauen, was ihr gesetzt habt. Das Team Bernhard hat gesetzt. Das Team Elton. So, wir schauen mal, was ihr getippt habt. Das Team Bernhard hat getippt auf Antwort B. Das Team Elton hat getippt auf Antwort A. Schauen wir auf die Auflösung. Und richtig ist C! Im 19. Jahrhundert erfunden. Das elektrische Bügeleisen 1882. Der Elektroherd 1859. Das Faxgerät 1843. Ja! Yeah! Das bedeutet, das Team Bernhard gewinnt. Geil! Glückwunsch zum Sieg. Vielen Dank fürs Zuschauen, meine Damen und Herren. Yo, Baby! Wir sehen uns morgen Abend wieder. Guckt mich um 18 Uhr. Ich hoffe, Sie sind wieder mit dabei. Tschüss, schönen Abend noch. Bis morgen.
34,48 Euro für jeden Zuschauer. In Ordnung. Das waren ein paar saublöde Fragen, also ich war ja total daneben gelegen. Was soll's? Es macht unheimlich Spaß. Und ich denke mal, ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Wenn es dann wieder heißt, wer weiß denn sowas. Zwei Spielchen haben wir noch, glaube ich. Und ich bedanke mich bei euch natürlich wieder fürs Zuschauen. Und sage an dieser Stelle, tschüss, ciao mit V und bis zum nächsten Mal.